I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom Feuer und Eis hier bei Crash for the Figure 9. Weiter geht's mit dem Level Prähistorische Wildnis. Ja, wir haben uns hier verlaufen und nun müssen wir einen Ausweg finden. Wir haben schon einiges von dieser Welt durch. Ich könnte mir vorstellen, in diesem Part könnten wir die Welt jetzt abschließen. Müssen wir mal schauen. So. Boah. Was jetzt? Generell immer nach links laufen. Ist ja immer der falsche Weg am Anfang. Aber es sieht mir eher nach dem richtigen Weg aus. Obwohl. Echt jetzt? Nur wegen einem scheiß Schutzschild so ein Aufwand? Ihr seid doch wohl. Sansaro Games. Nichts gegen euch, aber manchmal... Ach. Aber bei sowas kann man schon wirklich nur einen Facepalm ziehen, aber sowas von. So. Okay. Ja, schnell erwischt. Diesmal war es knapp. Auf die Karte gucken, weil da könnte es auch gekennzeichnet sein. Einfach das Ding irgendwie vorbeiziehen lassen. Moment. Muss nur gucken, weil die Stelle ein bisschen verdächtig aussah. Nein! Wo ist er? Da. Armer Kerl wurde einfach mal zerquetscht von den Dingern. Und dazu noch aufgespießt. Kein schöner Gedanke. Was bewegt sich denn da im Hintergrund? Ist das... Ist das eine lebendige Robbe, auf den Pilze wachsen? Eine Riesenrobbe auf den... Das fällt mir auch erst jetzt auf. Alter. Ist das eklig. Wie kommen wir jetzt darauf? Einfach so. Ich muss darauf achten, dass ich alle Goodies kriegen kann. Inklusive... Sammelkarte. Oh, haben wir schon wieder eins. Okay. Dann geht die Jagd nach den Goodies weiter. Vielleicht wird es dieses mein First Try. Mit allen Zeugs. Wir haben alle Charaktere, die dafür nötig sind. Man muss halt manchmal nur die Augen aufsperren, wie zum Beispiel hier. Ja, gut, dass ich das getan habe, sonst hätte ich das übersehen. Auf geht's, Nax. Du wirst dir benötigt. Er kann schon nicht von dem Trampolin wegkommen. Hey! Was soll das? Ach. Runter mit dir, mein Freund. Selbst mit Eis kommt da die Explosion. Wenn man einen Kreis zieht. So. Das nächste Schrottteil. Kann Nax wieder gut, richtig gut abgehen. Er ist ja in seinem Element. Hier lang weiter. Ja, hier lang weiter. Unbedingt. Sonica. Wow. Wie ist er da schnell nach oben geschnitten? Oh, war das eines der Raupenroboter aus den alten Sonic-Teilen? Continuity. Aber warte mal, was war denn bei den anderen Weg? Da will ich auch noch mal hin. Lass mich aber mal wieder nicht. Ja, dann merke ich schon 100% bei First Try,
wieder nicht bestanden. Kannst auch übertreiben. Mit diesen verflixten Dingern. Dass wir diesen schrägen Alarmsound rauslassen. Ach. Nach oben bitte. Weil das sieht ja so schön aus. Und da muss doch was Feines sich verbergen. Alle Schrottteile. Noch ein Hammerteil und die Sammelkarte. Ich wollte schon wieder Sticker sagen. Wobei, das sagt mir nicht, dass auf der anderen Seite der Bonusraum gewesen wäre. Shit. Alter, komm schon. Das ging leider wieder schief. Am Ende. Bloß gucken. Ich gehe mal darüber. Lohnt sich! Hell yeah! Oh, der Bonusraum. Ah! Okay. Da ging es so glücklich in meine Richtung. Also dieser Stachelblock. Das war für Sticks? Warum? Ich habe jetzt alle Teile. Ah! Ich sehe schon. Bonus Stage! Und wie komme ich da runter? Da muss es doch einen Weg geben. Ich sehe sie jedenfalls. Aua! Muss das Ding auf mich zurasen wieder mal. Kann ich nicht irgendwo graben? Ich will da jedenfalls hin. Die Frage ist nur, wie? Wie ich das anstellen soll. Vielleicht. Oh. Warte mal, ich muss mir das mal ansehen. Wie steckt die eigentlich da drin? Durch das Eis gibt es ein. Ja. Hier gibt es einen Weg. Gut. Hab's gecheckt, so. Sticks, du bist wieder gefragt. Bam. Dankeschön. Oh, noch einmal. Oh, funktioniert. Okay, der Erdschlund. Yeah! Nächste Bonus Stage. Geil! Dann haben wir den Level. So gut wie. Wow! Ja. Springen muss auch gekonnt sein. Shit. Mit Anlauf, bitte. Spring und mit Anlauf und spring und nicht nur Anlauf und in Stacheln reinrennen. Mädel. So wollte ich das doch sehen. Oh. So. Stetiger Wechsel ist wieder gefragt. Boah. Knapper ging es wohl nicht. Sonic, das ist eher dein Gebiet. Da kannst du dich besser retten hier. So. Wenn er wieder aus Reflex falsch gewechselt. So, war doch eigentlich ganz einfach. Und wieder auf dem Käfer drauf. So groß könnt ihr werden. Die Vorstellung alleine. So. Hier sind wir fertig und wir geben uns jetzt Richtung Ziel.
Yeah, baby. Ja, Feuer. Oh ja, klar. Und das kann ich riechen, ne? Natürlich. Das ist ja wohl eine Riesenverarsche. Wenn man keine Ringe mehr hat und dann plötzlich sowas reinfällt, ist aber auch nicht gerade fair. Egal. Wir haben hier alles. Weiter geht das. Einen weiteren Level erfolgreich abgeschlossen. Dieses Mal endlich in First Try. Alles gefunden. So, es geht weiter. Wir haben alles. Wir sind hier auch mit der Welt fertig. So gut wie. Wir könnten damit jetzt eigentlich schon die nächste Welt besuchen gehen. Aber es fehlt ja wahrscheinlich noch ein Röhrenlevel, nicht wahr? Ich fürchte dafür, dass das geht es zu einem Röhren. Ja, ich wusste es. Ja, die lassen wir natürlich nicht aus. Wir machen schön jeden Level hier. Jeden. So. Full Speed. Wow. Oh, das war knapp. Ringe verpasst. Ring-Challenge schon mal verkackt. Das macht den guten Sonic Spaß. Ey, ich hab doch gewechselt. Oh, anscheinend der Fall, aber anscheinend eine Millisekunde zu spät. Ja, natürlich. Leckt mich doch. So, bleibe ich jetzt mal Feuer hier. Ich weiß, was Eis wird jetzt in nächster Zeit nicht benötigt. Ach, aber was benötigt wird, ist mein Hirn. Verdammt nochmal. Ah, je. Diese Zylinder. Die nerven. Okay. So, und drüber da. Okay, jetzt kommen wir wieder ein Stückchen voran. Okay, da kann ich jetzt mal Eis probieren. So. Sehr gut. Aha. Jawohl, habe ich richtige Element wieder ausgewählt gehabt. Vielleicht kann ich hier die Ring-Challenge bestehen. Es sieht gar nicht mal so übel aus. Darf ich aber nicht so schnell werden. Schon mal auf sicherheitshalber auf Feuer oder wieder auf Eis. Haha. Bingo. Und wieder das richtige Element. Gut. Ach, verflixt. Die habe ich verpasst. Das bedeutet, dass ich auch jetzt nicht die Ringe habe. Oder? Ja, leider. Mal wieder nichts. Hm. Oh Mann. Immer knapp verpasst. Hätte ich das mit den Drachenringen geschafft, weil die geben auch noch Ringe zusätzlich. Hm.
Egal. Gehen wir jetzt zur nächsten Welt. Auch wenn diese Levels jetzt eigentlich nichts bringen, wenn ich jetzt nicht auf die Challenge da abgesehen habe, ist egal. Auf geht's in die vierte Welt. Jetzt haben wir es hier rausgeschafft. Als nächstes starten wir mit der trügerischen Bucht. Piratenfeeling, ne? Mit der Musik, da kommt es mir so vor, als wenn wir gerade Hieße Pirate abspielen. Aus Captain Jack, aus den Pirates of the Caribbean Filmen, also Fluch der Karibik. Auch hier gibt es wieder 7 Sammelkarten. Und sonst haben wir von... Was macht eigentlich die Donnerinsel? Da können wir auch schon hin, oder was? Sollten wir mal vorbeigucken demnächst. So, jetzt müssen wir mal gucken. Kodai Grenzland. Das haben wir. Das haben wir. Die Donnerinsel. Ach. Teleportieren wir jetzt mal hin, ne? Ach so! Hier können wir so... Uranium gegen... Rhinoceros tauschen? Okay. Meinetwegen. Sehr interessant. Dafür ist also die Donnerinsel zuständig. Na gut, zurück zur trügerischen Bucht. Ich frag mich, wie wir das Rennen bestreiten sollen. Wir haben... Wir haben ja noch keinen so einen... Rennen. Wir haben ja noch... Wir wissen noch nicht, wo man diese Roboter verwenden kann, in welchen Rennen. Und ob das jetzt ein Mehrspielermodus ist oder nicht. Ja, okay. Gut. Starten wir jetzt erstmal durch. Das ist ohne Frage bis jetzt der größte Riss. Vielleicht ist das Ihr Anführer. Warum machst du das? Ich kann mir die Zusammensetzung von dem Ding ansehen. Das könnte uns helfen, die Ursache dieser Risse festzustellen. Die sitzen zusammen? Ich verstehe wirklich nichts von Wissenschaft. Von dem neuen Element da drin geht ganz schön viel Strahlung aus. Eggman hat es Radnium genannt, als er Sonic entführt hat. Das kann in den falschen Händen sehr gefährlich sein. Und da ist noch mehr Radniumstrahlung. Und sie läuft weg! Sehr seltsam. Der Seltsamkeit nach! Der Seltsamkeit nach! Oh mein Gott. Das ist typischer Sonic Boom Humor. Übertrieben bisschen geht nicht mehr. Okay. Tja. Damit starten wir mit einer Piratenwelt durch, dachte ich zuerst, aber das sieht mir eher... dschungelmäßig aus, wo wir gerade uns befinden. Doch, der Soundtrack klingt alles andere als piratenmäßig. Was denn das hier? Das sah mir noch zuerst wie eine Piratenwelt aus. Aber okay. So sehr kann man sich irren. Was zum Teufel? Das hat ja Spaß gemacht. Hä? Zünde den Docht mit Feuer an, ach so. Ja, kein Ding. Boom.
wir haben ja Feuer. Homing Attack, mein Freund. Macht das Ding einen Lärm. So, wir haben noch nichts von Sammelgegenständen gesehen. Hoffentlich ändert sich das jetzt dann. Also komm. Gib mir das Schrottteil. Und pass auf die Stacheln, Mädel. Und rüber da. So. Da oben gibt's auch noch was. Und zwar eine Gefahr. Ey! Ist euer Ernst jetzt? Sticks? Vielleicht könntest du deinen Bumerang benutzen. Hä? Komme ich denn da nach oben? Hier gibt's irgendwas, ne? Ja, hier. Oh, das hole ich mir auf jeden Fall. Das geht auch mit dem Bumerang. Ja. Geht ganz easy damit. Oh, weiter komme ich nicht. Ist mir aber auch recht. Muss ich gar nicht. Hauptsache ist, dass ich das habe, wonach es mir gerade lüstet. Warum schreien die eigentlich? Die erlernt doch keinen Fallschaden hier. Ah, wieder so ein Fassspielchen. So, mal da rein. Und uns das Schrottteil holen. Sticks mag die doch so. Ach, come on. So. Und Affi. So. Okay, alles erwischt. Also Uranium brauche ich jetzt nicht nur für Sonics Hütte. So wie es aussieht. Oh Mann. Das Ding zieht jetzt auch Kreise. So. So, zwei Hammerteile und eine Sammelkarte. Ich sehe ja schon ein Hammerteil im Hintergrund. Wie komme ich da ran? Okay, mach erstmal das hier kaputt. Und dann sehen wir Evis. Aha! Da ist auch schon der Bonus. Den ich auch abgesehen habe. Dazu muss ich hier nach oben schießen. Und dabei auch noch. Ja, macht sich das Schwänchen auch noch lustig. Alter, das ist aber diesmal schwieriger. Aber nicht schwierig genug für mich. Aha. So, bitte sag mir, dass ich jetzt nicht nur dahin gelang, sondern auch hier rein. Jawoll. Knochenhöhle. Nice. Da fehlt nur noch ein einziger Gegenstand und dann wär's das. So.
Hier gibt es natürlich keine Sammelgegenstände, so ist sicher. Wow, der Hintergrund, ey. Das sieht doch aus wie... Boah, wie hieß diese Höhle nochmal? Totenkopfhöhle? Aber ich sehe da Parallelen zu dieser Totenkopfhöhle. Oh, die sind... Die gehen in den Vordergrund und... Und... Also die gehen in Hintergrund, also wechseln zwischen Hintergrund und Vordergrund und können uns in den Tod drängen. Alter, das sind, da werden Erinnerungen aus Sonic Unleashed und Sonic Colors wieder wach. Und das keine guten, natürlich. So was. So, rüber da. Alter, oh, zu viel Schwung. So, aber jetzt. Haben wir das bald mal? Yes, wir haben's. So, noch ein einziger Gegenstand hier. Wo ist er? Komm raus, wo immer du auch steckst. Hammerteil. Dich kriegen wir auch noch. Verlass dich drauf. Ja. Zielen muss gelernt sein. Boah, das war knapp. Wurde schon einiges gefährlicher dieses Mal. So. Auf dass ich hier jetzt noch irgendwo... Amys fehlendes fehlenden Hammerteil finde. Amys fehlendes Hammerteil. Okay, rüber da. Das war mies. Okay, das hat alles geklappt. Das geht auch wieder so verdächtig schnell. Aha. Manchmal müssen mehrere Dochter gleichzeitig brennen. Folge der Zündschnur und entzünde alle Dochter, ehe die erste wieder erlischt. Ah, okay. Interessant. Aber vorher? Ich mir das hier schnappen. Wir haben alles. First try, baby. So. Das wäre geschafft. Ah, aber das hier nicht. Ach komm schon, jetzt muss ich mal in den Winkel finden, um da rüber zu kommen. Und das Hammer. Jetzt kommen wir zuerst vor, als würde diese Puppe sich bewegen. Soll das etwas Sonic darstellen? Oder ein Ur-Sonic? Wenn ich das jetzt so sehe, kommt mir das eher wie ein afrikanischer Dschungel vor. Tja, gut. Hätte man das jetzt auch wieder geschafft. Da rennt er schon wieder weg. Das kommt mir echt vor wie eine Piratenwelt, aber das war alles andere als ein Piraten. Vielleicht war das, damit ich jetzt nichts Falsches sage. Ich habe jetzt nämlich nur den ersten Teil der Flucht der Karibik-Filme gesehen. Etwa ist der Dschungel, in dem Jack Sparrow festgesteckt hat? Wollen wir darauf anspielen? Ich glaube nicht. Ja, werden wir sehen. Ab dem nächsten Part, was uns dann sowieso auch in dieser Welt erwarten wird. Und
Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crash for the Ficket in einem bis nächsten Part von Let's Play Sonic Boom, Feuer und Eis. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.